Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Heute zeige ich euch, wie man einen hausgemachten Joghurt macht. Dafür braucht ihr nur zwei Zutaten. 1 Liter Milch und 1 Naturjoghurt. Jetzt gebt ihr den ganzen Liter Milch in einen Topf. Jetzt wärmt ihr die Milch auf 90 Grad. Wenn ihr kein Thermometer habt, dann guckt ihr an den Rand und dann seht ihr, dass es blubbert. Jetzt wartet ihr 10 Sekunden. Jetzt gebt ihr 3 Esslöffel Naturjoghurt rein und mischt. Jetzt macht ihr mit einem Deckel zu. Jetzt wickelt ihr es mit einer Decke ein und tut es in einen warmen Ort für 12 Stunden. Wir tun es in den Backofen ausgeschaltet. So, jetzt haben wir schon 12 Stunden gewartet. Jetzt tut ihr das Sieb in die Schüssel und dann das Tuch drüber. Dann tut ihr den Joghurt hier rein und wartet 5 Stunden. Und es muss 5 Stunden abtropfen. In den Kühlschrank. Unser Joghurt ist fertig und cremig und unten drunter ist die Molke. Jetzt tun wir den Joghurt in ein sterilisiertes Glas rein. Die Molke schmeißt ihr nicht weg, sondern ihr könnt sie auch für ganz viele andere Rezepte benutzen, wie zum Beispiel Plätzchen oder Brot. Den Joghurt könnt ihr im Kühlschrank für 10 Tage aufbewahren. Und ihr könnt servieren mit Müsli, Cornflakes und Obst. Oder Obst. Nein, Milch, ja, kann man drauf machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, aktiviert die Glocke und lasst ein Abo. Tschüss!